Ja, wir wollen miteinander weiter fortfahren in der Reihe Jesus-Begegnung. Und die Begegnung, die wir uns heute anschauen wollen, ist eine Begegnung, die Jesus hatte, als er auf dem Weg war nach Jerusalem, um dort zu sterben, für uns zu sterben, wie wir bekennen. Und ich finde, dass diese Begegnung einfach auch nochmal einen neuen Akzent bekommt, wenn man sich bewusst wird, dass es eben halt auf das Sterben auf Karfreitag zugeht. Hört einmal zu, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte er auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Soweit einmal der Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja Menschen, über die kann man sich so richtig schön aufregen. Ich weiß nicht, über wen regt ihr euch besonders gerne auf? Also ich reg mich manchmal gerne auf über Menschen, die ihre Macht ausnutzen. Ihr wisst, dass ich auf St. Krishona studiert habe und wir wohnten in Insling bei Lörrach und ich musste jeden Morgen über die Grenze in die Schweiz fahren und damals gab es da noch ausführliche Grenzkontrollen und dort war ein Zöllner, ein deutscher Zöllner, der stand dort immer am Zoll und ich musste daran vorbei. Jeden Morgen hatte so eine Plakette, nichts zu verzollen, und fuhr also langsam ran und normalerweise bei den anderen Zöllnern war es immer so, die nickten dann einfach oder schauten freundlich und man fuhr dann einfach dran vorbei und der schaute auch. Und ich fuhr ganz, ganz langsam an ihm vorbei. Und wenn ich dann halb an ihm vorbei war, dann schrie er: Halt! Stehen bleiben! Und dann musste ich die Fenster runterkurbeln. Warum sind Sie weitergefahren? Also der nutzte so ein bisschen seine Machtstellung aus, um zu zeigen, wer der Herr im Hause ist, sozusagen. Es war sehr unangenehm. Sicherlich nicht wirklich schlimm, aber man merkte, da war einer, der seine Macht ausnutzte. Vielleicht kennt ihr Leute, die Notlagen ausnutzen von Menschen, um Geld zu kassieren. Die Maskenaffäre, die ist uns im Bewusstsein im Moment. Oder einfach Leute, die fieserweise einfach die Not anderer ausnutzen oder ihre Unbedarftheit. Es gibt immer wieder Berichte über Enkeltrickbetrüger, die also älteren Herrschaften den Geschichten erzählen und ihnen das Geld abnehmen. Und wenn wir solche Geschichten hören, dann regt sich in uns ja so der Gerechtigkeitssinn und man denkt nur das Allerschlechteste von dem anderen und wünscht dem anderen auch nur das Allerschlechteste. Also, wer sind die Menschen, über die ihr euch aufregen könnt? Sind es Politiker, Wirtschaftskriminelle, vielleicht auch nur euer Nachbar oder eure Nachbarin oder der Chef oder jemand anders? Und wenn man sich so richtig aufregt und wenn ich mich so richtig aufrege und in Fahrt komme, dann sagt meine Frau manchmal zu mir: Markus, du hast ja recht damit, aber reg dich bitte nicht so auf, komm wieder runter, das tut deinem Blutdruck nicht gut. Und sie hat damit, glaube ich, recht. Wisst ihr, ein Typ, über den man sich so richtig aufregen kann, ist dieser Zachäus. Das ist ein richtiger Mistkerl. Ein paar Fakten zu ihm. Er war Zöllner in Jericho. Jericho war damals eine reiche Handelsstadt und
Die Römer hatten das so organisiert, sie hatten also den Zoll, das Zollrecht verpachtet an Einheimische. Die mussten dann einen festen Betrag jährlich abliefern und der, der die Zollpacht gepachtet hatte, hatte dann das Recht, so viel zu verlangen, wie er wollte. Er konnte die Leute also wirklich ausnehmen und ihnen mit überzogenen Forderungen sozusagen das Geld aus der Tasche ziehen. Und die Zöllner damals taten das gnadenlos. Man war als Normalbürger sozusagen der Willkür dieser Leute absolut ausgesetzt. Man musste dadurch, wenn man in die Stadt wollte, und man musste den Zoll zahlen, auch wenn er total überhöht und überteuert war. Zachäus war einer von diesen Zöllnern, die das so machten. Und er war, da steht ja hier, er war der Chefzöllner. Das heißt, er war nicht nur ein kleiner Handlanger, dass man sagt, naja, das ist so ein kleines Rad im Unrechtsgetriebe, der kann nicht wirklich was dafür, sondern der war dafür verantwortlich. Er organisierte dieses System sozusagen und er bereicherte sich. Er wurde zu einem wirklich sehr reichen Menschen, davon kann man ausgehen, aber er wurde auch zu einem sehr einsamen Menschen, denn außer seinen Zollkollegen wollte eigentlich niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben. Und so war er selber zum Gefangenen, kann man sagen, seiner Gier geworden und seines Egoismus. Er war sehr reich, aber seine Beziehung zu der restlichen Bevölkerung von Jericho war also äußerst schlecht und belastet. Eines Tages kam Jesus in die Stadt und das sorgte, immer wenn Jesus da war, für ordentlich Aufregung. Eine Menschentraube bildete sich, die Leute kamen herbei, sie wollten in der Nähe von Jesus sein, sie wollten zuhören, was er sagt und sie wollten auch dabei sein, vielleicht tut er wieder ein Wunder, vielleicht heilt er wieder jemanden und da will ich doch ganz nah dabei sein. Und so bildet sich um Jesus herum ein großen Tross von Interessierten und Schaulustigen und Menschen und Jüngern natürlich auch. Und Jesus ging wohl so, kann man sich das vorstellen, langsam durch diese Stadt hindurch und Zachäus bekam das mit. Und hatte irgendwie den Eindruck, diesen Jesus möchte ich auch kennenlernen. Ich will mal wissen, wer der ist. Es gab nur ein kleines Problem, das wird hier beschrieben. Zachäus war von kleiner Gestalt, es war ein kleiner Mann. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er, haben wir schon gelernt in der Sonntagsschule. Und er konnte da nicht durch. Die Leute ließen ihn natürlich auch nicht durch. Denn so ein Mistkerl, den lässt man nicht freiwillig durch. Da sagt man eher, der kriegt ein paar Ellenbogen zu spüren. Aber Zachäus gab nicht auf. Er interessierte sich wirklich für Jesus. Und er hatte dann eine Idee. Er wusste, der Zug, der wird jetzt hier in diese Richtung wahrscheinlich weiterziehen. Und dann gab es dort doch einen Baum, einen Maulbeerbaum, auf den konnte man gut klettern. Und er hat gesagt, ich kletter mal da oben rauf und guck dann mal von oben. Vielleicht kriege ich dann etwas mit von Jesus und dem, was er sagt und was er tut. Das ist schon ein bisschen skurrile Szene, wie dieser ja, sehr reiche Zollbeamte, kann man sagen, wie ein Kind auf einen Baum klettert. Man ahnt da auch eine Sehnsucht. Irgendetwas trieb diesen Mann an und er wollte ihn unbedingt sehen. Er wollte Jesus unbedingt sehen. Und als der Tross dann an diesem Baum vorbeikommt, bleibt Jesus plötzlich stehen. Und er schaut nach oben und er sieht Zachäus da sitzen. Und er spricht ihn an, sogar mit Namen. Das ist ganz interessant. Er nennt seinen Namen und sagt, Zachäus. Was sagt er zu ihm? Zachäus, du Ausbeuter, du mieser Kapitalist. Du wirst niemals in das Reich Gottes kommen. Menschen wie du müssen umkehren. Sonst haben sie keine Chance. Denk bloß nicht, dass ich irgendetwas mit dir zu tun haben will. Das sagt er ihnen. Zachäus geht traurig nach Hause. Geht die Geschichte so? Nein, ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Jesus sagt zu Zachäus, steig schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und das war äußerst erstaunlich, denn niemand hatte damit gerechnet, dass Jesus bei diesen Typen, bei diesem Mistkerl einkehren würde. Man hatte sich gedacht, naja, vielleicht wird er irgendwo sein bei interessierten Menschen, die sich für seine Lehre interessieren, vielleicht bei den Honoratoren der Stadt, vielleicht bei den wichtigen oder den frommen Leuten. Aber Jesus beschließt an diesen Abend gemeinsam zu verbringen mit Zachäus. Und nicht nur die anderen sind erstaunt darüber, sondern
Zachäus selber ist erstaunt darüber. Er klettert darunter, er rutscht diesen Feigenbaum runter und geht mit Jesus nach Hause. Er wird wahrscheinlich etwas zu essen anbieten. Er spricht mit ihm. Und hier steht ja, dass Zachäus sich sehr freute. Man merkt, das hatte er noch nicht erlebt. Dass jemand da so zu ihm kommt und mit ihm Gemeinschaft haben will, seine Nähe und seine Freundschaft sucht. Allerdings freuen sich nicht alle darüber. Die Bewohner von Jericho, die Zachäus wohl jahrelang tyrannisiert hatte, die sind überhaupt gar nicht damit einverstanden, dass Jesus bei diesem Mistkerl unterkommt. Er sagt, wir lesen hier in Vers 7, als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Weiß der nicht, was für ein Typ das ist, dieser Zachäus? Warum ist er unbedingt da? Sie fingen sich an, über ihn aufzuregen und zu ärgern. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Es gibt offensichtlich zwei verschiedene Arten, so möchte ich es einmal sagen, zwei verschiedene Arten, Menschen anzuschauen. Es gibt auf der einen Seite den Blick der Empörung und auf der anderen Seite den Blick der Liebe. Den Blick der Empörung und den Blick der Liebe. Den Blick der Empörung. Mit diesem Blick schauen die Bewohner von Jericho auf Zachäus. Sie ärgern sich über ihn, sie regen sich über ihn auf. Und wie wir gesehen haben, haben sie auch allen Grund, sich über diesen Mistkerl aufzuregen. Also über den konnte man sich wirklich aufregen, denn er war ein gemeiner Mensch, der sich asozial verhielt der Gesellschaft gegenüber. Und die natürliche Reaktion ist eigentlich immer, dass wir uns Menschen von solchen abgrenzen, dass wir sie isolieren, dass wir sagen, mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Ein Stück von Sozialkontrolle, das hier stattfindet, mit diesen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Aber der Blick der Empörung hat bei Zachäus keine Veränderung bewirkt. Er hatte wahrscheinlich 1000 Mal gehört von den Leuten, dass die ihm gesagt haben, du musst das ändern, sei doch mal fair, benimm dich mal ordentlich. Und auch die Isolation hatte ihn nicht wirklich dazu geführt, dass er sich verändert hatte, sondern im Gegenteil, sein Herz war immer härter geworden im Laufe dieser Zeit und am Ende hart wie Beton. Aber noch etwas anderes fällt auf, dieser Blick der Empörung, mit dem schauen die Leute nicht nur Zachäus an, sondern sie schauen jetzt auch Jesus mit diesem Blick der Empörung an. Habt ihr das gemerkt? Sie sagen, Jesus, wie kannst du das tun? Wie kannst du gemeinsame Sache mit diesem Mann machen, mit diesem Mistkerl? Hätte es damals schon Facebook und Emojis gegeben, dann hätten wohl die Kommentare diesen kotzenden Emoji gezeigt. Kennt ihr diesen kotzenden Emoji? Der drückt immer Ekel aus und Ablehnung und Empörung. Manche schreiben das dann auch nur runter, ich könnte kotzen, wenn sie irgendetwas sehen von irgendjemandem, wie irgendjemand irgendetwas gemacht hat. Die Empörung ist da. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Menschen sich ja schon immer gerne empört haben. Man fühlt sich ja auch irgendwie besser, wenn man sich über jemand anderen aufregen kann. Deswegen gibt es ja den Stammtisch und so manchen Kaffeeklatsch, wo man sich über andere empört. Aber in der Zeit, in der wir im Moment leben mit den sozialen Medien, da ist geradezu eine Empörungskultur gewachsen. Also, dass die Leute das kultivieren, sich aufzuregen über andere. Und man kann das ja auch so wirklich gut in diesen sozialen Medien, weil man ja den anderen nicht vor sich hat. Da kann man dann alle Emotionen rauslassen. Ich rege mich auf, also bin ich, habe ich manchmal den Eindruck, ist der Leitsatz unserer Kultur geworden. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, über wen schaust du mit dem Blick der Empörung an? Welchen Menschen schaust du mit dem Blick der Empörung an oder welche Gruppe? Und was macht das eigentlich mit dir, mit deinem Herzen? Und was macht das mit dem anderen? Was für Auswirkungen hat das eigentlich, Menschen so anzuschauen? Und dann nochmal die Frage weiter, hat die Empörung eigentlich jemals dazu geführt, dass die Situation besser wurde und sich geändert hat? Hat Empörung die Kraft, einen anderen Menschen zu verändern zum Guten hin? Meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, ich fühle mich selber etwas angenehmer, wenn ich mich empört habe, wenn ich meinem Ärger
Luft gemacht habe, aber es ist häufig nicht hilfreich im Sinne, dass ein anderer Mensch zum Positiven verändert wird. Das Zweite, es gibt aber auch noch den Blick der Liebe. Den Blick der Liebe. Wir hatten das ja schon an anderer Stelle gesehen, dass Jesus einen Blick für Menschen hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn man die Evangelienberichte liest über Jesus, dann stellen wir immer wieder fest, er hat einen Blick für Menschen, er schaut Menschen an. Wofür hast du eigentlich einen Blick? Man muss sich immer selber beobachten, was man wahrnimmt. Also wenn ich mir ein neues Auto ausgesucht habe, dann sehe ich dieses Modell ständig auf der Straße fahren. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal so gegangen ist. Einfach, weil man unheimlich sensibilisiert ist für diese eine Sache. Oder wenn sich ein junges Paar Kinder wünscht, dann sehen sie überall Schwangere und Kinderwägen. Weil man einen Blick dafür hat. Das, was einen interessiert, das, was man liebt, dafür hat man einen Blick. Und Jesus hat einen Blick für Menschen. Jesus schaut Menschen an. Jesus sieht Menschen, so wie diesen Zachäus auf dem Baum. Die anderen haben ihn wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, aber Jesus nimmt ihn wahr und spricht ihn an. Er interessiert sich für Menschen. Und man kann sogar sagen, er interessiert sich für Menschen, die Probleme haben. Denn Jesus, so steht es hier, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Verloren sind wir Menschen, wenn wir an einer Stelle sind, wo wir eigentlich nicht hingehören, so wie ein verlorener Schlüssel. Und Jesus spürt uns wieder auf und bringt uns dorthin, wo wir eigentlich hingehören. Mit diesem Blick sieht Jesus den Zachäus an. Also er sieht in ihm nicht zuallererst den Ausbeuter und den Egoisten und den Mistkerl, der er ja war, sondern er schaut eigentlich tiefer. Er schaut in das Herz dieses Menschen und er sieht einen armen Menschen, einen Menschen, der keine Anerkennung, keine Annahme hat, der keine Freundschaft kennt durch sein Verhalten. Ja, das ist wahr. Aber eigentlich ist dieser Mensch, obwohl er materiell sehr reich ist, ist er doch sozial sehr arm. Und emotional sehr arm. Und er sieht einen gefangenen Menschen, einen Menschen, der sich so durch sein Verhalten in diese Lage versetzt hat, dass er dort nicht einfach wieder rauskommt. Er ist in diesen Strukturen drin, er organisiert sie, er verantwortet sie sogar. Und dieser Egoismus und dieser Geiz sind zum System geworden, aus dem er nicht mehr rauskommen kann. Und das finde ich das so, ich finde das so, so interessant und beachtenswert, dass Jesus einen Menschen so ansieht. Nicht mit dem Blick der Empörung, dass er sich aufregt darüber, sondern dass er den Menschen sieht, eigentlich in seiner Schwachheit, in seiner Armut, in seiner Isolation. Durch sein Verhalten, jawohl, er ist dafür verantwortlich, keine Frage. Und dieser Blick der Liebe führt jetzt zum Tat der Liebe. Jesus schenkt Zachäus genau das, was die anderen ihm vorenthalten, nämlich Gemeinschaft. Er geht zu ihm, er besucht ihn, er redet mit ihm, er spricht mit ihm, er lacht mit ihm, er interessiert sich für ihn, er wertschätzt ihn, er liebt ihn. Und diese Liebe führt dazu, dass dieser Betonpanzer, der um das Herz des Zachäus sich gelegt hatte im Laufe der Jahre, aufsprengt und es anders wird. Ich glaube, dass der Zachäus 1000-mal direkt und indirekt gehört hat, dass er sein Verhalten ändern muss, aber er hat es nicht können. Aber jetzt erlebt er plötzlich, wie Gottes Liebe ihn berührt. Und diese Liebe verändert diesen Mann. Und zwar ganz sichtbar, nicht nur so innerlich, dass seine Gefühle sich etwas verändern, sondern sein ganzes Verhalten verändert sich. Hier steht, aber Zachäus stand auf und sagte zu dem Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Also da verändert sich etwas in seinem Verhalten. Ja, erst verändert sich sein Herz, aber dann auch sein Verhalten. Nach jüdischem Gesetz war Zachäus nur verpflichtet, 20% Entschädigung zu zahlen, wenn er jemandem etwas weggenommen hatte und es war nicht rechtmäßig, so wie er es ja getan hatte.
Aber Zachäus sagt nicht nur 20%, sondern vierfach gebe ich ihm das zurück. Um ein Vielfaches. Und darüber hinaus, sagt er, werde ich die Hälfte meines Besitzes, er war ein reicher Mann geworden, für karitative Zwecke spenden. Ich werde es Menschen geben, die Not haben. Dieser alte Egoist wird plötzlich ein großzügiger Mensch. Dieser ungerechte Ausbeuter wird plötzlich jemand, der sehr auf gerechtes Handeln achtet, obwohl er selber dabei verliert. Und die Frage ist ja, was kann einen Menschen so verändern? Und die Antwort, die wir hier lesen, ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes kann ihn verändern. Und Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Er liebt die Menschen und die Ketten des Egoismus und der Ungerechtigkeit fallen. Nun, meine Frage lautet heute, wie werden wir dann zu solchen Menschen, die nicht mit dem Blick der Empörung auf andere schauen, was ja uns innerlich manchmal Genugtuung bringt, sondern mit dem Blick der Liebe, sodass sich wirklich etwas ändert. Aber wie bekommen wir diesen Blick der Liebe? Das ist die Frage. Wir bekommen den Blick der Liebe, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus uns auch selber mit diesem Blick der Liebe anschaut. Ich weiß nicht, mit wem ihr euch in dieser in diesem Bericht identifiziert. Man nimmt ja irgendwie, wenn man so einen Bericht liest, hier so einen Evangeliumsbericht, nimmt man ja eine Position ein. Wer ist man da eigentlich? Ist man ein Jünger, der sich alles nur anschaut? Oder steht man bei dem Volk, die sich da aufregen? Oder wo ist man da? Oder ist man vielleicht sogar der Zachäus? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns erst einmal wahrnehmen als jemand, die wir uns identifizieren können mit Zachäus. Nun, zugegebenerweise, das würde ich schon sagen, es gibt wohl wenige von uns, die ein Vermögen durch Korruption zusammengerafft haben, oder es gibt auch wahrscheinlich ganz wenige, die durch ihr Verhalten die ganze Stadt gegen sich aufgebracht haben, hoffentlich. Aber die Grundzüge von Zachäus, die kennen wir, glaube ich. Und die bestimmen auch manchmal unser Leben, nämlich Egoismus und Geiz und Ungerechtigkeit. Und wir tappen da hinein und wir kommen da manchmal nicht mehr heraus. Und Jesus ist gekommen, um uns zu suchen und zu finden und zu retten. Und wenn wir bemerken, dass sich Menschen von uns abwenden, dann vielleicht auch deshalb, weil wir tatsächlich ihnen wehgetan haben, weil wir rücksichtslos waren oder weil wir sie mit unserer Unbelehrbarkeit so unendlich genervt haben. Und deswegen ziehen sich Menschen von uns zurück. Aber je mehr sie uns kritisieren, umso fester haben wir uns manchmal, so wie der Zachäus, verbarrikadiert. Nicht nur die anderen sind verloren, das ist die These, sondern letztlich sind wir alle verloren. Wir alle sind an einer Stelle, wo wir nicht hingehören, aber Jesus findet uns und der Blick der Liebe rettet uns. Sein Höhepunkt findet dieser Blick der Liebe ja am Kreuz. Das bekennen wir. Dort hängt Jesus am Kreuz und er stirbt für uns, für unsere Schuld. Er vergibt uns, aber was da so wichtig ist, er nimmt uns wieder hinein in Gemeinschaft. Also man kann das Kreuzgeschehen ja von unterschiedlicher Seite anschauen. Einmal aus der Perspektive der Rechtfertigung, juristisch sozusagen, aber auch sozial kann man es sehen. Menschen, die sich isoliert haben, Sünde isoliert, werden hineingenommen in die Gemeinschaft. Und wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, am Freitag werden wir hier Karfreitag feiern. Ich bin nicht hier, ich bin in Kandern, werde dort predigen. Aber dort auch werden wir das Abendmahl feiern. Wenn wir das Abendmahl feiern, ein Aspekt des Abendmahls ist das Mahl der Gemeinschaft. So wie Jesus mit Zachäus gefeiert hat, Gemeinschaft mit ihm genommen gehabt hat, so lädt Jesus ein in die Gemeinschaft. Das ist, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm und untereinander. Ein Aspekt des Evangeliums, ganz wunderbar. Jesus nimmt uns wieder hinein in die Gemeinschaft durch das, was er getan hat am Kreuz. Er schaut uns an mit diesem Blick der Liebe. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch unsere Mitmenschen lernen, mit diesem Blick der Liebe anzuschauen. Meine Frage zum Abschluss, über die wir nachdenken können.
Hast du dich schon einmal von Jesus mit diesem Blick der Liebe anschauen lassen? Lade Jesus ein, Gast in deinem Haus zu sein. Sage, es ist so vieles in meinem Leben, wo Verkrustungen da sind, wo ich hart geworden bin, wo ich ungerecht geworden bin. Ich brauche deine Liebe, die mich innerlich warm macht, frei macht, die mich fähig macht, loszulassen, mein Leben zu verändern zum Positiven hin. Und ich kann das nicht alleine, ich brauche deine Liebe in meinem Leben. Schau du mich an mit deiner Liebe. Bekenn das Jesus. Und nimm diese Kraft, die darin steckt, in seiner Liebe, für dich in Anspruch, sodass sich wirklich etwas verändern kann, da wo du hart geworden bist und ungerecht geworden bist. Aber dann geh auch einen Schritt weiter und stell dir die Frage, welchen Menschen habe ich bisher mit dem Blick der Empörung angeschaut? Und bei dieser Predigt musste ich selber bekennen, oh Herr, ich habe so viele Menschen immer wieder mit dem Blick der Empörung angeschaut und nicht mit dem Blick der Liebe. Ich habe mich aufgeregt und fühlte mich eigentlich auch ganz gut, weil ich mich dann irgendwie besser fühlte, wenn ich mich über andere aufrege. Jedenfalls kurzfristig ist das ja so. Und ich habe gebetet, Herr, hilf mir, andere Menschen mit dem Blick der Liebe anzuschauen. Sich nicht nur zu ärgern über jemanden, sondern hilf mir zu schauen, wie du ihn siehst. Dass ein Mensch in seinem Egoismus einsam geworden ist, in seiner Ungerechtigkeit im Grunde genommen gefangen ist. Lehre du mich, Herr, Menschen so anzuschauen, wie du sie siehst. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir dafür, dass du uns in ihm anschaust mit dem Blick der Liebe. Davon leben wir. Wir bekennen dir, Herr, dass so vieles in unserem Leben von dieser Ungerechtigkeit und von diesem Egoismus geprägt ist. Und manchmal kommen wir da selber gar nicht raus und haben uns so verrannt, dass wir gar nicht Befreiung von uns alleine, von uns selber heraus leben können. Wir brauchen dich, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist, uns unsere Schuld vergibst und uns annimmst und in die Gemeinschaft hineinführst. Und Herr, wir leben alle davon in dieser Gemeinde. Wir alle brauchen das. Und wir danken dir dafür, das, was du getan hast. Und wir wollen dich auch darum bitten, Herr, dass du uns hilfst, einander und auch die Menschen um uns herum mit diesem Blick der Liebe anzuschauen. Wir bitten dich darum, dass du uns deinen Blick gibst, dass du uns deine Liebe gibst. Danke dafür. Amen.